method of madness, gorilla harmony, we blacked out. Muscle through the rubber noses, jungle fog the mask out. Blow darts in your neck, a slingshot, silent gas, the last house. While we the metaphors, we over minds, they glass. Hey ho Leute und herzlich willkommen zum neuen Video. Ja, heute geht es darum, wie Nagato seine Rinnegans bekommen hatte oder warum er überhaupt Rinnegans hat und so weiter dabei. Es gibt so einige, die es nicht wussten. Ich wurde es auch letztens öfters gefragt und ja, es gibt wirklich einige, die davon nicht Bescheid wissen. Es gibt auch keine hundertprozentige Bestätigung irgendwie, weil da nie was gezeigt wurde, aber irgendwie, ich sag mal so, wenn man 1 plus 1 zusammenrechnen kann, dann kommt da eigentlich was Logisches raus, deswegen fange ich einfach mal an, weil für die meisten klingt es erstmal unlogisch, dass Nagato das Rinnegan hatte, weil er ja kein Uchiha und so weiter ist und niemand weiß, wie er es erwecken sollte. Jedoch hat er es nicht erweckt, sondern hat es von Madara bekommen. Also Nagato hatte die Rinnegans von Madara bekommen. Also er hat Madaras Rinnegans bekommen, so. Und dann stellen sich die meisten die Frage ab da, jo, wie soll das möglich sein? Als Obito doch schon bei Madara war, hatte er die Rinnegans doch immer noch und er hätte doch dann einfach Obito die Rinnegans geben können. Da ist der Fall so, dass Madara halt Nagato halt noch nicht getroffen hatte, als Obito bei ihm war und so weiter. Und er hätte es Obito nicht geben können, da Obito es wahrscheinlich nicht ausgehalten hätte, weil Obito hatte selbst gesagt im letzten Krieg, wenn er selber beide Rinnegans gehabt hätte, das wäre viel zu viel für ihn gewesen und er wäre damit null klargekommen, weil das zu viel verbrauchen würde und so weiter. Also Obito hatte schon mit einem Rinnegan schwer zu kämpfen und alles drum dran. Und das war Madara schon irgendwie bewusst, weil man braucht einen riesen Chakra-Vorrat und alles drum dran. Und wie wir wissen, ist Nagato ein Uzumaki. Okay, vielleicht wusste es nicht jeder, aber die meisten sollten es wissen, dass Nagato ein Uzumaki ist. Und die Uzumakis sind halt dafür bekannt, Unmengen an Chakra zu haben oder halt, ja, generell halt Unmengen an Chakra zu haben, da die auch von den Senjus abstammen und so weiter. Und da hatte Madara einfach Nagato mal ausgewählt zu dem Zeitpunkt. Wahrscheinlich war das einfach nur random und zufällig, dass es auf einmal Nagato war, weil er halt wahrscheinlich dann der einzige Uzumaki, Senju, keine Ahnung, was in der Nähe war und so weiter. Und da Madara das wusste, war das wirklich der perfekte Punkt, wo er das Rinnegan abgeben konnte, weil er hatte Nagato einfach nur das Rinnegan gegeben, damit Nagato es irgendwann benutzt, um Madara wieder zu beleben. Das war halt der Plan von Madara. Er wollte halt die Rinnegans abgeben, damit er wiederbelebt dadurch. Und so dafür hat er dann Obito gebraucht. Weil er hat Obito ja erstmal dazu gebracht, sein Sklave zu werden. Ich sage einfach mal sein Sklave, das ist jetzt übertrieben und alles. Also, der hat ja das alles mit Rin vorprogrammiert und alles drum dran. Damit Obito, boah, wie ich den Namen gerade die ganze Zeit verwechsel. Damit Obito halt die ganze Zeit unter Kontrolle von Madara steht und damit Madara ihn halt unter Kontrolle hat und so weiter. Und das hat Madara sich halt dafür zu nutzen gemacht, dass Obito erstmal alles so in die Zukunft leiten soll mit Akatsuki und alles drum dran. Weil er hat halt dann nochmal Nagato irgendwann getroffen, hat dann gesagt, dass er Madara ist, dass es seine Rinnegans sind und alles drum dran. Und dass Nagato das irgendwann benutzen sollte, um Madara wieder zu beleben. Und nach einer Zeit kam dann halt noch der Vorfall mit Hanzo und so weiter, wodurch dann Nagato generell noch auf eine komische Seite gegangen ist und dann auf die düstere Seite, sag ich einfach mal, war da mit Akatsuki und alles. Und da hatte Tobi dann nochmal den Einfluss, also als Tobi dann, oder als Pain, nee, Pain nicht, als Madara, Obito. Ja, Tobi war ja der Madara sozusagen und da hat er halt den Einfluss auf Nagato gehabt, dass das Ziel von Akatsuki halt ist, alle Statuen, also alle Bijus für die Gedo-Statue zu sammeln und alles drum drin und um Madara wieder zu beleben. Und das war halt von Anfang an alles geplant, okay, das war jetzt gerade ein bisschen komisch formuliert gegen Ende, sorry dafür. Ich fasse es jetzt nochmal kurz zusammen. Also, Madara hatte sein Rinnegan und Nagato weitergegeben, weil Nagato ein Uzumaki war und wahrscheinlich zufällig in der Nähe war. Er hat es aber nicht Obito gegeben, weil das war schon zu dem Zeitpunkt, wo Obito bei Madara war. Also er hat es nicht Obito gegeben, weil Obito kein Uzumaki ist oder nicht von den Senjus abstammt und nicht die benötigte Chakra-Menge, sag ich mal, dazu hat, um Rinnegan zu kontrollieren, da Obito ja selber im Krieg gesagt hatte, dass es ihm schwerfällt, schon einen Rinnegan richtig zu kontrollieren und alles. Und dann hatte Madara Obito halt zu seinen Sklaven gemacht, wenn ich es jetzt übertrieben sage, alles. Er hat das ja eingeleitet mit Rin und alles drum dran, damit Obito auf Madaras Seite kommt und alles.
und Madarin halt unter Kontrolle hat. Und somit hat Madarin dann dazu gebracht, Nagato auf den richtigen Pfad zu bringen, dass Nagato Madara wiederbelebt, weil Nagato ja nichts über Madara wusste und alles drum dran. Das hat ja erst Obito richtig auf die Welt gebracht für Nagato, weil Madara hat halt Nagato, Obito dazu gestiftet, Nagato die Informationen über Madara zu geben und ihn dazu zu bringen, Madara wiederzubeleben und alles drum drin. Und ja, das wär's eigentlich. Das war der Grund, warum Nagato die Renegans hatte. Schreibt mir doch in die Kommentare rein, ob ich es gut erklärt habe oder ob es zu verwirrend war, weil ich kann mir gut vorstellen, dass es am Anfang verwirrend war, aber jetzt mit dieser kurzen Zusammenfassung am Ende denke ich mal, dass es gut durchblicklich, sagt man das so? Dass man da halt den guten Durchblick hat irgendwie so und dass man es halt versteht und alles. Von daher schreibt es mir doch in die Kommentare rein, ob das gut war, ob das relativ gut erklärt war und so weiter. Und ja, falls ich irgendetwas vergessen habe, ergänzt mich bitte in den Kommentaren, aber ich denke mal nicht, dass ich irgendwas vergessen habe. Und ja, das ist der Grund, warum Nagato das Renegan hatte. Und das wär's dann mit dem Video hier. Schreibt mir doch eure Meinung zu der ganzen Sache in die Kommentare rein oder ob ihr irgendein Geheimnis noch gelüftet werden wollt, so der Grund, warum bla 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 hatte oder sowas. Falls ihr davon irgendwas wissen wollt oder so, schreibt es in die Kommentare rein, dann werde ich dazu eventuell auch noch ein Video machen. Dann wär's das mit dem Video hier und ich verabschiede mich mal auf Wiedermeep.